Das Auto fährt. Sieht gut aus? Nee, das ist meine Ansage. See if you don't think this is the most exciting car in America today. Know what makes this car so exciting besides its obvious style? It's the Corvette's not-so-obvious engineering. Chevrolet engineers assigned to the Corvette project have done an outstanding job. Lights 1963 Award for Engineering Excellence. The fact is, the Corvette is a specialized machine. Herzlich willkommen beim Oldtimer Zentrum Berlin. Wir sind wieder zurück im wunderschönen Brandenburg und machen schon wieder die nächste Testfahrt. Wir haben einen Kunden, der mich angerufen hat und er hat gesagt, Patrick, hör zu, kannst du bitte für mich mein Auto verkaufen? Es ist nicht perfekt, aber es ist ein cooler Driver. Und hier sitzen wir jetzt in einer 1964er Corvette C2. Wie ihr es ja von uns gewohnt seid, haben wir uns überlegt, wir machen heute auch wieder mal eine ausgiebige Testfahrt. Wir merken, das kommt bei den Kunden sehr, sehr gut an und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, auch hier wieder ein schönes Video zu machen von einer Sportikone, wie man sie in den 60er Jahren sonst nirgendwo in Amerika gefunden hat. Die Corvette war ein Fahrzeug, womit man auch was anfangen konnte auf der Rennstrecke. Wenn das Fahrzeug wirklich frisch und gut gemacht ist, ist das Fahrwerk wirklich straff und man kann es mit Sportwagen der 60er Jahre aus Europa durchaus vergleichen. So, die Corvette C2 wurde von 1963 bis 1967 gebaut. Im ersten Jahr gab es die Split Window, die relativ bekannt ist und auch vom Wert her das interessanteste Modell ist. Die hat nämlich hinten so eine Säule zwischen den beiden Scheiben und wenn man in den Rückspiegel schaut, sieht man relativ wenig. Das haben die Kunden stark moniert und man hat 1964 diese Säule wieder entfernt. Wir sind jetzt in einem 1964er Modell, das heißt, wir können frei nach hinten schauen, das ist super. Wir haben 4 Trommelbremsen. 65 hat man sich dann aber gedacht, weißt du was, wir können ja mal ruhig mit der Technologie mitgehen und haben dann auch 4 Scheibenbremsen verbaut. Die C2 wurde dann bis 67 gebaut und dann kam ja bereits schon die C3. Mich erarrascht so ein bisschen der Hunger. Ist ja auch schon 13 Uhr, Mittagspause. Ich glaube, ich habe die Idee, wir werden mal die Corvette C2 auf ihre Alltagstauglichkeit prüfen. 2 Cheeseburger. Willst du auch noch einen? 3 Cheeseburger, sorry. 3 insgesamt. 3. Und eine Cola Light, bitte. Du musst ja ein bisschen auf die Kalorien achten. Nee, das ist meine Ansage. Sieht gut aus? Sexy. Danke dir. Ja, scheint gut zu funktionieren. Das Trinken ist auch dabei? Nee. McDonald's wollte uns schon wieder bescheißen. Super, danke. Oh, 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 oh. Glück gehabt. Eigentlich sind die Dinger dicht. Ganz ehrlich, das Auto ist irgendwo in einem Zustandsnote 3 minus. Das Auto fährt. Das Auto macht auch Spaß. Aber es hat seine Wehwehchen und die möchten und müssen wir euch auch wirklich so ehrlich wie wir sind auch kommunizieren. Und deswegen gibt es hier die knallharte Wahrheit, auch wenn sie nicht immer schön ist. Vielleicht könnt ihr euch an den Clip erinnern, wo ich den ganzen Tag umsonst nach Vegas gefahren bin, um dann am Ende so eine riesen Enttäuschung zu erleben. Das ist irgend so ein unterentwickelter Händler, der Meinung war, mir irgendeine Story erzählen zu müssen, damit er dann dieses abgefuckte Auto verkaufen kann. Genau das will ich meinen Kunden ersparen und genau deswegen machen wir auch diese Videos.
Also zurück zum Auto. Lack amerikanisch. Damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Er ist in Ordnung. Zum Fahren ist das super, weil wenn es hier mal einen Steinschlag oder sowas gibt, so what? Das ist alles vertretbar und verkraftbar. Hiermit kannst du fahren. Hier kannst du auch mal irgendwo mal über so einen Schotterweg rüberrollen und du hast keine großen Verlustängste. Der Motor läuft, der ist auch spritzig, aber ich vermute, das ist meine persönliche Meinung, da ist noch viel mehr zu holen. Beim Getriebe haben wir das Problem, das Schaltgestänge, das ist so ein bisschen, ja, die Gänge sucht man schon mal, das passiert, aber ich denke, die meisten Oldtimer-Fahrer kennen es auch gar nicht anders. Wir haben das Auto, muss ich auch dazu sagen, erst seit gestern bekommen. Das heißt, wir werden die nochmal kurz beim Mechaniker vorstellen. Meine Empfehlung wäre, dass man das Schaltgestänge einmal überholt, damit man hier nicht immer den Gang suchen muss. Allerdings bei einem 55 Jahre alten Auto ist das eigentlich auch völlig legitim. Da muss man eben schauen, wie gut kann man damit umgehen. Oh, wie ihr mitbekommen habt, Bremse. Ah. Das ist mir jetzt auch gerade das erste Mal passiert, dass ich gemerkt habe, dass die Bremse so stark nach links zieht. Das ist natürlich überhaupt nicht schön und vermittelt einem auch kein gutes Gefühl. Also es ist auf der linken Seite. Wir haben so ein leichtes, rasselndes Nebengeräusch. Ich kann das noch nicht richtig lokalisieren. Ich würde fast sagen, das klingt wie irgendeine Feder, die irgendwo springt. Aber das ist jetzt alles nur Mutmaßung. Zum Verkäufer. Der Verkäufer hat mich gebeten, dass ich für ihn das Auto verkaufe. Aus dem Grund, der hat andere Intentionen. Der möchte ein bisschen was im Leben verändern und möchte dieses Auto abstoßen. So, das Auto kommt also nicht von uns, aber er hat uns gebeten, dass wir doch bitte den Verkauf managen. Das tun wir sehr gerne. Und ja, wir nehmen uns jetzt dem Auto an. Wir werden euch das Auto mal ein bisschen genauer vorstellen. Oh, ein Waldweg, da dürfen wir gar nicht reinfahren. Naja, das wird der Förster schon verstehen. Ich denke, wir haben jetzt ein hübsches Fleckchen gefunden, um euch ein bisschen die Corvette zu präsentieren. Nochmal kurz zusammengefasst. 64er Corvette C2, 327er Motor, das bedeutet 5,4 Liter Hubraum. Wir haben die Blocknummer geprüft und die Blocknummer sagt, dass es ein Corvette-Motor ist. Das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Angeblich, laut dem Verkäufer in den USA, sollen es 365 PS sein. Ob das so ist, können wir nicht beurteilen. Da würde ich auch den Teufel tun, hier irgendwas zu garantieren. Das können wir nicht. Ich vermute, 300 PS sollte er schon haben. Das passt. Aber ja, das muss man dann sehen, wenn man den Motor mal aufmacht. Zum Thema Motor aufmachen. Ich persönlich und auch der Verkäufer gehen davon aus, wenn nicht nächste Saison, vielleicht die übernächste Saison, sollte man das in Angriff nehmen, dass der Motor überholt wird. Wenn er kalt ist, qualmt er auch ein bisschen. Das hält sich noch in Grenzen. Das war auch schon so, als der Verkäufer das Auto in Empfang genommen hat. Was es ist, wissen wir nicht. Ob es da irgendwie die Schaftdichtung ist oder ob es die Kopfdichtung ist. Aber wir haben jetzt keine Indizien dafür. Also das kann alles und nichts sein. Seit anderthalb Jahren funktioniert das ordentlich, aber das sind so Dinge, die sollte man mal mit einplanen. Ansonsten, der Motorraum sieht soweit ganz ordentlich und sauber aus. Nicht viel, was kaputt gehen kann, keine Servolenkung, keine Klimaanlage oder sonst irgendein Schnickschnack. Hier fährt man wirklich noch wie ein richtiger Mann. Die Lenkung ist sehr direkt, das macht dann auch Spaß beim Fahren. Man ist da nicht in so einem schwammigen Hin und Her. Das passt schon, das ist wirklich in Ordnung. Wirklich nur aufs Nötigste beschränkt hier drin. So, wir gehen jetzt einmal nochmal ums Auto rum und schauen uns jetzt auch nochmal explizit den Lack an. Und da sehen wir, dass wir hier so kleine Bläschen im vorderen Bereich haben. Hier haben wir auch die vorhin angesprochenen Risse. Das ist halt leider üblich. Das ist auch an den Stellen sehr, sehr üblich. Die ganzen Weichmacher verschwinden über die Jahre. Die Karosserie wird brüchig. An bestimmten Stellen, wo so eine Karosserie immer wieder ein bisschen Schwingung abfängt, kommen dann auch die ersten Risse. Das haben wir hier auch an ein, zwei Stellen. Aber es gibt viel wichtigere Stellen, auf die man zu achten hat. Und das ist hier unten. Hier laufen zwei Lamellen zusammen. Dann kann man mit dem Finger gut rübergehen. Und dann kann man eben schauen, ist das noch vorhanden oder ist das nur einfach günstig und einfach schnell zusammengeflickt. Hier auf der Seite ist es so, dass wir oben und unten die Lamelle haben. Wir merken aber, fühlt sich an wie ein Kaugummi, dass wir hier einen Flick haben und hier sehen wir auch durch den Lack, dass das natürlich so ein bisschen erkennbar ist, dass da wahrscheinlich schon mal was gerissen sein wird. Ja, Lack, wie schon vorhin angesprochen, amerikanisch, er schimmert, er hat den Klarlack noch drauf, aber auch hier leider, wenn der Ami gerne poliert und die Kanten zu dünn lackiert, dann kommt nämlich sowas bei raus wie hier und da kommt die Grundierung schon durch, ne?
Schauen wir uns das mal hier hinten an. Und da merken wir die Sicke, also das Zusammenkommen von diesen zwei GFK-Teilen merken wir. Aber sie ist noch da, das ist gut. Wir haben die Red Wall Tires von Firestone. So wurden die damals auch ausgeliefert mit, sagen wir mal, Knockoffs, Attrappen. Aber ich finde, die sehen wunderbar aus zu dem Auto. So wurden sie damals auch original ausgeliefert. Zwar sehr selten und die Knockoffs, die echten, richtigen, originalen, sind auch super, super teuer. Aber im Gesamtbild sieht das ja doch stimmig aus. Jetzt kommen wir zu einer Sache. Auch die Corvette aus GFK kann rosten. Wir haben jetzt hier an dem Rahmen eine Stelle, die leider nicht so schön ist. Dort ist es so, dass das einfach mal behandelt werden müsste. Wenn das lackiert wird, muss man vorher sich mal die Zeit nehmen und das ein bisschen ausbessern und auch gucken, wie es da weitergeht. So, und wenn wir hier schauen, sieht es schon deutlich besser aus. Also wir haben jetzt hier so einen leichten Ansatz, aber das ist nicht so doll wie auf der Fahrerseite. Ansonsten, wie gesagt, Glas sieht super aus, das ist auch in Ordnung. Wir können uns ja mal hier die ist auch noch da. Das passt. So, und dann schauen wir jetzt nochmal auf der Seite hier. Und auch hier merken wir, hier muss es mal einen Riss gegeben haben. Und wenn wir auch ganz genau schauen, sehen wir, dass hier im Lack ein kleiner Riss entstanden ist. Und hier merken wir, dass da auch repariert worden ist. Und ja, also da wurde auf jeden Fall schon mal nachgeholfen. So, also der Innenraum. Machen wir die Tür zu, damit man sieht, wie schön das hier drin eigentlich ist. Typische Innenarmaturen, man wird hier quasi erschlagen von den ganzen Instrumenten. Die funktionieren auch alle und das ist natürlich immer Gold wert. Gerade Wassertemperatur, gerade Öldruck und gerade auch die Benzinanzeige. Ansonsten können wir sagen, das hat alles so ein bisschen Patina, aber das sieht alles noch schön aus. Das Dashpad hier und auch hier der Cluster, das sieht alles schick aus. Lenkrad ist soweit in Ordnung, hat hier unten ein, zwei kleine Risse. Achtung an die Herren mit etwas mehr Bauch. Es gibt irgendwann auch eine Grenze, also bitte das vorab einmal ausmessen, ansonsten haben wir alle ein Problem. Ganz cool, wir sind hier bei in einem Auto von 1964. Wir sind jetzt hier im Wald, das heißt, der Empfang ist relativ schwach, aber das Radio funktioniert noch. Und das ist natürlich ein sehr, sehr cooles Gimmick. Der Himmel ist in Ordnung, da gibt es auch nichts. Der Teppich sieht sauber aus. Die ganzen Sitze, die passen. Da ist nichts, wo man irgendwie sagt, das sieht schäbig aus. Im Innenraum, würde ich ganz ehrlich sagen, muss man nichts machen. Das ist wirklich schön sauber und völlig in Ordnung. Ne? Also das passt schon alles hier. Jeder Corvette-Fahrer kennt das. Die Headlights brauchen unendlich lange. Die Corvette braucht hier nur eine Sekunde. Glauben Sie nicht? Sehen Sie? So, wir haben euch jetzt das Auto gezeigt, wie es von außen aussieht, wie der Motor aussieht, wie das Interieur ist. Und ich denke, wir konnten euch damit schon mal wirklich einen echten, ehrlichen Eindruck vom Auto verschaffen. Nichtsdestotrotz kommt noch ein wichtiger Punkt, und zwar nämlich, wir fahren jetzt auf die Bühne und schauen uns das Auto auf jeden Fall von unten an, weil das habe ich auch noch nicht gesehen. Also jetzt geht's schnell in die Werkstatt. So, wir sind unten angekommen. Wir gehen das mal gemeinsam mit euch durch. Also ihr seid quasi live dabei, wenn ich das zum allerersten Mal mir hier anschaue. Wir haben die Corvette-typische Ersatzradmulde hinten. Und dafür, wissen ja viele, ist der Kofferraum weggefallen. Wenn wir uns das jetzt mal hier so ein bisschen anschauen, haben wir hier kein Spiel.
Hier sehen wir, dass der Auspuff ein bisschen was abbekommen hat. Das ist aber bei den großen Töpfen, der hängt relativ weit unten. Damit ist schon fast zu rechnen. Was wir hier sehen ist, dass hier schon mal das Becken sozusagen schon mal nachgearbeitet und repariert worden ist. Bremsschläuche sehen gut aus. Hier die Gummis, die sehen gut aus. Das passt auch. Das ist in Ordnung. Hier sehen wir, dass die Halterung, die Lederbänder oder Kautschukbänder, dass die schon langsam porös sind obenrum. Handbremse funktioniert auch. Ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich. Kardanwelle. Ein bisschen, aber das ist nicht der Rede wert. Hier am Rahmen sehen wir auch nicht viel. Irgendwie so Flugrost, ein bisschen überlackiert, aber das ist jetzt alles noch nicht so schlimm. Man sieht, das Auto ist 55 Jahre alt und das hat gelebt und es wurde bewegt, was ich ja super toll finde, weil Autos sind Fahrzeuge und keine Standzeuge. Autos müssen bewegt werden und so haben sie auch ihre Geschichte und so haben sie auch die Berechtigung, eben nicht immer perfekt zu sein, weil sie eben auch mal genutzt worden sind, ne? Wenn wir uns jetzt das Getriebe hier anschauen, dann sehen wir, hier ist es schon ein bisschen feucht, hier ist es auch ölfeucht. Wir würden also generell dem neuen Käufer anraten, wenn dann in ein oder zwei Jahren der Motor rauskommt, dann macht es auch Sinn, gleich das Getriebe mit zu überholen. Da hat man es aus dem Kopf, weiß, was man hat. Und dann ist es ja oftmals so, wenn man ein Teil erneuert, das stark ist und dann ein altes, schwaches drin ist, dann geht das meistens durch Überanstrengung kaputt. Deswegen einmal den Antriebsstrang und dann ist das Thema auch erledigt. Wir sehen, dass hier am Anlasser das so ein bisschen feucht ist. Ich habe das noch nicht so richtig lokalisiert, ob das durch den Zylinder kommt. Andererseits ist das hier natürlich schon ganz schön doll. Also der wird irgendwo schon signifikant Öl verlieren, das darf man nicht außer Acht lassen. Und das sollte dann auch irgendwann zeitnah mal behoben werden. So, die Vorderachse, da schauen wir uns die Gummis an, da sehen wir, die sind schon ein bisschen porös hier auch, aber die sind noch weich, das ist schon mal in Ordnung. Stabibuchsen gehen. Ja, das passt. Hier Koppelstangen, da sehen wir, die sind auch ein bisschen porös. Aber die sind alle noch weich, das geht. Zu den Bremsen ist zu sagen, da hatten wir jetzt den Fall, dass wenn wir mal wirklich stärker bremsen mussten, dass der arg nach links gezogen hat. Woran das liegt, wissen wir auch noch nicht. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die sollten wir nochmal in Augenschein nehmen, weil das ist natürlich sehr sicherheitsrelevant. Ansonsten Stoßdämpfer tropfen jetzt nicht, Öl nicht runter oder sowas. Hier unten sehen wir jetzt keine großartigen Beschädigungen oder sowas. Also wir haben jetzt hier nichts, wo wir Anzeichen haben, dass wir sagen, der ist jetzt brutal aufgesetzt. Das haben wir dafür hier. Aber hier vorne ist soweit alles in Ordnung. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Eindruck vermitteln, was das Auto ist, in welchem Zustand. Man könnte sagen 3 minus, wenn man sehr streng nimmt, vielleicht auch eine 4 plus. Wir wollten aber unbedingt, dass der neue Käufer von Anfang an weiß, worauf er sich da einlässt. Ich denke, das ist uns auch sehr gut gelungen. Vielen Dank für eure Zuschriften. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir positives Feedback bekommen. Das macht auch immer wieder mehr Spaß und das gibt uns Motivation und wir feilen schon wieder an den nächsten Projekten. Das wird super cool. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr unsere Videos generell mögt, dann abonniert unseren Channel. Wenn euch die Corvette interessiert, ruft uns an und wir finden bestimmt einen Weg, dass man gemeinsam ein gutes Geschäft machen kann. Ansonsten reicht das für heute und bis zum nächsten Mal.